Wutrede über RKI-Protokolle. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein sehr ernstes Video rein. Und zwar heißt das Video Wutrede über RKI-Protokolle. Also das ist jetzt ein Thema bei uns auch hier im Stream, was die nächsten Tage auf jeden Fall Teil sein wird. Und auf YouTube werden noch einige Videos dazu hochgeladen. Ja, weil ich einfach finde, da muss drauf aufmerksam gemacht werden. Und einer im Chat hat mir schon vorhin gesagt, dass er mit seinem Bruder darüber diskutiert hat und dass die NPCs nicht mal das hören wollen und immer noch auf Linie sind und sagen, nee, das war schon so richtig, was die gemacht haben. Obwohl die selber jetzt mittlerweile einräumen, zugeben und exposed wurden, dass das total fahrlässig war, wie mit der ganzen Pandemie umgegangen wurde, wollen die das immer noch verteidigen auf Krampf. Ich denke mal, es liegt auch daran, weil sie halt mitgemacht haben und sich impfen lassen haben und deswegen halt sich denken, ja, ich kann jetzt nicht eingestehen, dass ich selber auch vielleicht einen Fehler gemacht habe. Ist so eine Sache, dass fällt den Menschen schwer, auch mal einzugestehen, dass man auch einfach ein normaler Mensch ist und auch Fehler machen kann. Es wäre aber für die auch viel einfacher, wenn die sich einfach mal hinsetzen würden und sagen, ey, wir haben Fehler gemacht, es tut mir leid. An alle Ungeimpften, es tut mir leid, dass wir euch ausgegrenzt haben. Es tut mir leid, dass wir euch als Blinddarm der Gesellschaft bezeichnet haben. Es tut mir leid, dass wir gesagt haben, dass Leute wegen euch gestorben sind. Es tut mir einfach leid, sorry. So. Wie viele Leute haben mich beleidigt und mich diffamiert und mir Morddrohungen geschickt, als ich mein Statement zu Corona abgegeben habe, so? Und wisst ihr, wie viele Leute sich dann im Nachhinein, wo die gemerkt haben, oh, der hat vielleicht gar nicht so verkehrt gelegen mit seiner Meinung oder mit seinem Gefühl. Wisst ihr, wie viele Leute sich dann gerade gemacht haben und sich entschuldigt haben von tausenden Menschen, die mich beleidigt haben? Zwei. So. Und das ist schon traurig, finde ich. Und deswegen gehen wir da rein in die Peters. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal. Geht los, Digi. Und los. Was da bitte macht diese RKI? Roberto Koch Institut. Erste Mal, sie machen alle verrückt. Roberto Koch Institut. Diese, das ist 2 Meter Abstand. Kinder in die Schule müssen tragen diese furchtbare Maske. Krieg keine Luft. Gehirn und mache Urlaub in Mexiko. Yeah. Viva Mexico, Bro. Jede Woche eine neue Schikane. Und dann 4 Jahre später zeige ich die Protokolle. Unter was steht in die Protokolle? Nix. Nix steht da. Habe alle geschwärzt mit der schwarzen Edding. Dokumente sieht aus wie Lakritza-Beteiligung. Bruder, das ist aber auch schon so eine krasse Sache, ne? Dass die jetzt frei die Dokumente freigeben müssen, aber die dann 80-90% von den Dokumenten einfach schwärzen so. Da merkst du doch schon, dass sie noch so viel mehr zu verbergen haben, was nicht rauskommen soll. Decker, was erlaube Spieler? Seite schwarz, wie Staatskasse leer. Carlo Lauterbacke, sage, nächste Frühling alle tot. Tot, Raffanculo, wie Klappe zu Affe tot. Du machst mal selber Klappe zu. Spahn, mache Millionen mit. Bruder, aber diese Originalrede war auch Ding, ne? Legendär, Alter. Flasche leer, Bruder. Maske. Kaufe so eine Villa. Kann ich viele Blitze platschen mit seinem Stronzo in die Swimmingpool, ah? Und die vierte, Amigo, halt. Es ist eine gute Art und Weise, mit der ganzen Scheiße umzugehen, Alter, mit Satire. Weil ich sag dir ehrlich, Bro, ich kann das alles gar nicht mehr richtig ernst nehmen, Bro. Ich kann das auch nicht richtig so, ich kann auch nicht richtig jetzt so nach 4 Jahren jetzt da nochmal jetzt voll emotional werden oder so ein Scheiß. Das ist einfach, ich finde, also ich habe in der Zeit gemerkt, dass man diesen ganzen Leuten nicht vertrauen kann und dass man mit uns Menschen ein Riesenspiel spielt, so. Und ja. Ja, Digga, wenn du das einmal realisiert hast, dann nimmt es dich auch nicht mehr so mit, weißt du? Weil du ganz genau weißt, ey, das ist alles ein Affentheater, das ist alles ein Clownszirkus. Ich konzentriere mich auf mich und mein Leben, auf das, was ich erreichen möchte, auf das, was mein Ziel ist, so. Und vor allen Dingen konzentriere ich mich auch darauf, Menschen bewusster zu machen, dass die auch einfach anfangen zu verstehen, was eigentlich alles abgeht, so. Mann, halt! Mann, das ist so krass, Digga, wenn du überlegst, wie wir gefickt wurden, wie wir fertig gemacht wurden von den Leuten, wie Leute uns beleidigt haben und so. So, das ist so krass, Bro. Das ist so krass. Gerade, wann na sage, was er wirklich gewusst hat. Mach es ein Sura Wecker und zeig mal, was er für ein Zeichen gemacht hat. Nix in Nordkorea. Stelle vor, ich als Fußballtrainer mache Manns auf der Aufstellung. Torewarte. Wer ist der Torewarte? Warte. Ne, sure Idee. Weiße nicht. Ist der schwarze Balken über die Namen. Außenverteidiger, dasselbe. Name schwarz. Keine Ahnung. Könnte sein jeder. Clown Pepino. Pizza Margarita. Gegenwind spielen wir
darf. Pizza Margarita, Bruder. Bruder Hetz, ich küsse doch deine Zirbeldrüse, ja? Nicht, sage, Balken gegen Balken. Que danata merda. Ich habe fertig. Entschuldigung. Ich habe fertig. Bester Mann, Digga. Ich habe fertig. Entschuldigung. Ich hab mir die Welt. Digga, Alter, diese Trikots von damals auch. Da war ich noch ein mieser Bayern-Fan, jo. Entschuldigung. Ich hab mir die Willi bestellt. Die neue Willi. Spiel, Spaß und Schwurbel. Die neue Willi, Digga. Spiel, Spaß und Schwurbel. Ah, die Willi. Weh ich ja ganz genau, wie das läuft. Ey. Ja, war ein bisschen lustig gehalten auf jeden Fall. Aber ja, Mann, Alter. Ich werde weiterhin auf diese Videos reagieren, was das Thema alles angeht, weil, ja, das muss aufgearbeitet werden. Ich liebe euch. Schreibt mal eure Gedanken auf jeden Fall dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Und ja. Was ich durch diese ganze Situation mal wieder gelernt habe, ist, dass ich mich 100% auf mein Gefühl verlassen kann. So. Wenn ich fühle, es läuft hier irgendwas falsch, dann ist das 100%ig richtig so. Weil ich ein gutes Gefühl habe und einen guten Zugang zu meinem Gefühl habe. Und teilweise habe ich dadurch, dass ein ganzes Land quasi oder ein Großteil eines ganzen Landes auf mir rumgehackt hat, dann gezweifelt zwischendurch, ob mein Gefühl richtig ist oder nicht. Und dann habe ich wieder gemerkt, ja, Bro, alles ist gut, weißt du? Hör auf dein Gefühl. Hör darauf, was dein Herz dir sagt, was Gott dir sagt und lass dich von den Menschen nicht beeinflussen, weil ein Großteil der Menschen immer verblendet sein wird. Immer. Und ja, deswegen, wenn ihr mal ein Gefühl habt und denkt, ey, mein Gefühl sagt mir gerade so krass, dass hier irgendwas falsch läuft, dann hört darauf. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. So. Gibt es eine seriöse Zusammenfassung für die RKI-Files? Haben wir uns gestern reingezogen. Kommt die Tage auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall. Von Lion Media. Eine sehr gute Zusammenfassung auf jeden Fall. Du lagst goldrichtig. So ist es. Zwischen Bauch und Kopf liegt Intuition. Yes. Ja, ich hatte auch ein schlechtes Gefühl mit meinem Sohn seiner neuen Wohnung. Nun mussten sie zum Anwalt. So, das waren noch Trainer mit Charakter. Heute sind alle spurgebügelt. Keiner tritt mehr aus der Reihe. Auch krass, wie den Kimmich weggebügelt haben, nur weil er sich unsicher war, ob er die Impfung trauen soll, obwohl es keine Richtung... Ja, safe. Hundertprozentig. Damals gab es noch richtige Characters. Weißt du, wie ich meine? Auch Spieler, Bro. Oliver Kahn und so. Klinsmann, dies, das. Bruder, Lothar Matthäus und so. Das waren noch Männer. Weißt du, wie ich meine? Männer. Keine Jungs, die sich ihre Haare und Fingernägel färben und sich voll tätowieren und feminin da auf dem Platz rumtanzen. So. Weißt du, wie ich meine? Das waren noch G's, Digga, Alter. So. Da hat sich keiner gejuckt, was die Friese sagt oder nicht, Bro. So. Geil.